Und hallo, da sind wir wieder. Ja, mein Blastergewehr habe ich scheinbar nicht mehr. Schade eigentlich, aber egal. Jetzt geht es weiter mit dem Jedi-Training. Und mal gucken, was wir hier so alles lernen werden. Warte mal, wohin musste ich nochmal? Durch die Tür, oder? Hoch. Hier, dahin, oder? Also ich meine die Tür, aber ich wollte da gerade. In diesem Kurs lernt ihr die Hauptkräfte der Macht kennen, über die jeder von uns verfügt. Im Laufe des Trainings werdet ihr dann neue Fähigkeiten erwerben. Euch steht sowohl die helle, aber auch die dunkle Seite der Macht offen. Oh. Die Fähigkeiten allein sind weder gut noch böse. Ihr Einsatz macht den Unterschied. Genau. Jeder Jedi ist in anderen Bereichen der Macht stärker. Und es liegt an euch, den eigenen Fokus zu finden. Genau. Gut, fangen wir an. Ey. Im nächsten Raum findet ihr ein paar Trainingsdrohnen. Mit ihnen übt ihr den Umgang mit dem Lichtschwert. Bereit? Bereit! Bereit! Das sind wahre Worte der Macht. Über die Macht meine ich. Es ist der Einsatz. Und dass man hier beide Seiten nutzen darf, beweist ganz deutlich, finde ich. Zeigt, dass man das Revan-Prinzip auch machen kann. Man nutzt beide Sachen, beide Seiten der Macht, dunkel sowie auch böse. Nur der Einsatz ist das, was den Unterschied macht. Ah. Solche Wörter hört man selten heutzutage. In den Stau, sind die Kugeln. Die Kugeln? Ach so! Wo? Oh. Ach da! Aha. Fertig. Gute Arbeit, Rosh. Das war auch nicht schlecht, Jaden. Euer Lichtschwert ist unschätzbar wichtig. Auch wenn es inaktiv ist, kann es eine potenziell gefährliche Situation entschärfen. Glaubt mir einfach. Beim Training lernt ihr zusätzliche Kampfstile. Wechselt ihr den Stil im Kampf, überrascht ihr den Gegner und gewinnt die Oberhand. Von hier an sprechen wir über den Comlink miteinander. Fahren wir fort. Ich kann hier springen. Okay, Jake. Du musst die Macht einsetzen und über die Schlucht springen. Das sollte kein Problem sein. Wenn du fällst, spring einfach auf die Brücke zurück und versuch es noch einmal. Hopp. Yay. Du musst den Schub einsetzen, um von hier in den nächsten Bereich zu gelangen. Ah. Begriff, Schub, Griff, Gespür, Geschwindigkeit. F. Hey Jaden, das wird dich beschäftigen, bis ich hiermit fertig bin. Ein Roboter mit dem Lichtschwert. Ein Druide mit dem Lichtschwert. Ja, natürlich. Der kann blocken. Mm-hmm.
Cool. Oh. Das sind die Dauer. Oh. Kann ich das nicht abbrechen? Keine Ahnung. Griff. Okay. Cool. Ach, ich hätte mich auch hier verstecken können. Hoch. Hey. Ist da noch was zu entdecken oder so? Kann ich hier rüber? Nein. Hoch. Hätte ich schon den Blaster werfen wollen. Oh, warte mal, muss ich da hin oder da hin? Ah ja. Aha. Die Tür ist nicht echt, das ist eine Illusion. Ich krieg keine... Was hat dich aufgehalten, Jaden? Ach, nichts. Sicher? Es war nichts. Okay. Für den nächsten Bereich müsst ihr einen Schalter im Raum greifen. Ihr könnt ihn aber nicht mit den Händen erreichen. Vergesst nicht, die Umgebung genau zu untersuchen. Wenn ihr auf einer Mission eine verschlossene Tür seht, sucht nach der zuständigen Wache. Sie hat für gewöhnlich den Schlüssel. Ja. Oh. Ja, Griff, ne? Oh. Kontrollpunkt. Ja, ja. Und jetzt Schub. Ah ne. Da. Und wenn ich Schub einsetze? Nix, okay. Lösungen liegen nicht immer auf der Hand. Mit eurem Machtgespür könnt ihr einen Weg aus dem Raum finden. Ach, Machtgespür, Moment. Unlol. Griff. Na. No. Na, hä? Hallo? Wow. Wäre das HD-Grafik, wäre das, glaube ich, beeindruckender. Ist das von Decken oder ist das nur ein Weißrot? Liegt scheinbar. Okay. Ah, falls ich runterfalle, glaube ich. Okay. Warum auch immer. Ich schaue nochmal aufs Interesse alle Türen ab. An. Wir sind gleich fertig. Hier müsst ihr schnell sein. Mit der Machtgeschwindigkeit werdet ihr geistig und körperlich schneller und habt mehr Zeit für Entscheidungen. Yay. Ah, das kann ich mittlerweile abbrechen. Cool. Hä? Oh. Und? Habe ich gewonnen? Das war kein Wettbewerb. Tut mir leid, ich... Bei mir solltest du dich nicht entschuldigen. Ist schon okay. Sie sagten ja selbst, es war kein Wettbewerb.
Hey, das war ein Scherz. Ich dachte nicht, dass das... Wäre dieser Droide auf Lukes Trainingseinheiten eingestellt gewesen, hätte er Jaden getötet. Was hast du dir gedacht? Jaden, es tut mir leid. Ich kann nicht glauben. Ich wollte nicht... Spaß dir, Rush. Jaden, du darfst wütend sein, aber glaub mir, dass du dieses Gefühl nicht schüren darfst. Das verstehe ich, Meister Katar. Entschuldigung akzeptiert, Rush. So viele gut, das wäre Worte. Geklärt. Und nicht vergessen, am besten Kyle. Ja, Meister... Kyle. In Ordnung, Kyle. Okay, ihr seid bereit, das Gelernte anzuwenden. Wie schlagt ihr euch denn in der Welt dort draußen? Kyle, ich habe wegen des Abzeichens nachgeforscht, das wir am Tempel gefunden haben. Es ist das Symbol von Marker Ragnos, einem Sith Lord, der vor 5000 Jahren gestorben ist. 5000 Jahre? Meinst du das ernst? Halt, natürlich meinst du das ernst. Achte dort draußen mit deinen Schülern darauf, ob du was über Anhänger von Ragnos herausfinden kannst. Mache ich, Luke. Marker Ragnos. Dann verweise es nochmal. Kenn ich den Namen? Ich glaube schon. Wir erhalten unzählige Hilfsgesuche aus der gesamten Galaxis. Da man hier an der Akademie am besten durch Praxis lernt, helfen die Schüler bei allen Arten von Einsätzen. Da du ein Neuling bist, wird dich Kyle auf den meisten Missionen begleiten und dich instruieren und beschützen. Ah, das war die erste Mission. Ah, okay. Also, ausgeschaltete Feinde 8, Würfe 11, Lücke 6. Beinangriff 1, Armangriff 2, Griffe, Mensch. Körperangriffe 3, Machteinsatz, Griff, Schub, Gespür, Wurf, Geschwindigkeit, Abwehrangriff. Ne? Ah, helle Seite, dunkle Seite. Alles klar, Absorption, Heilung, Geistestrick, Schutz, Entzug, Würgegriff, Blitz, Rage. Oh, Blitz, oh. Wir halten unzählige Hilfegesuche. Ah, das ist das, was der... Ah, okay. Okay. Gut, ich würde mal sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.